Okay. Dann Kommando zurück. Also ich glaube halt wirklich beleidigt ist er nicht, aber ja. Gut, die Kryptos kann ich jetzt auch erstmal auf der Box lassen. Ich kann die eh nicht erlösen und sie sind eh prinzipiell soweit fertig. Wobei, nee, ich glaube, ich nehme sie mal mit. Falls ich ihm jetzt irgendwohin folgen muss und ich dann meine Pokémon da potenziell erlösen könnte, da hatte ich nicht schon wieder zurück. So. So viel Zeit muss sein. Moment. Das ist das falsche Pokémon. Das Problem ist, solange ich den Orden nicht habe. Oh. Gilt mein Level Cap immer noch, oder? Es ist natürlich etwas unlustig. Die Sache ist, wo ist der jetzt hingelatscht? Ist der im Ältestenhaus? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der echt in die Höhle gelatscht. Oh, na gut. Wahrscheinlich zu deiner Seele hin, ja. Du bist immer noch versteinert. Wäre am naheliegendsten. So. Ein paar Repels habe ich noch. Immerhin. Heißt, da lang. Dann hier durch. Einmal hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Dann da hinten brauchte ich ja Zerschneider. Dann einmal nach unten. Jetzt bin ich wieder am Eingang. Und die Grotte war da links. Da. Wie? Aber hier ist keiner. Nein, hier ist keiner. Ich kann da drüben noch mal gucken, aber nö. Dann vielleicht doch Bamelia. Oh, eigentlich wollte ich es noch aktivieren, aber okay. Ist es so ungewöhnlich, wo der sich aufhält, wenn ihr jetzt alle im Chat schon schreit, mir zu sagen, wo der ist? Weil ich hätte jetzt gesagt, wenn er nicht hier ist, dann ist er vermutlich Bamelia. Das wäre so das andere. Oder ist es so ausgefallen, wo der sich aufhält, dass man sich dumm und dämlich sucht? Ja, nicht Bamelia, aber da, wo halt, ne, ihre Leiche rumlag. Das meinte ich. Dann frage ich mal so, ist der in dieser Höhle? Das wäre schon mal ganz hilfreich. Dann kann ich ja wieder gehen. Dadurch. Aber bevor ich jetzt die ganze Höhle absuche, ich habe ja auch nur begrenzt Schutz. Dann gehe ich erstmal wieder zurück. D-d-dum. Ich glaube, eins habe ich noch. Okay. Dann doch in der Stadt.
vermutlich. Dann schauen wir uns hier einfach ein bisschen um und gucken mal, ob wir ihn irgendwo finden. Du warst die Move-Tutor-Dame. Da kann ich auch nichts machen. Wie gesagt, ich gucke einfach mal durch die Stadt durch und wenn ich ihn dann immer noch nicht gefunden habe, dann kann man ja immer noch gucken. Da war, glaube ich, nur das Gate. Genau. Hier. Oh, okay. War der Shop? Ich sehe in diesen Statuen einfach immer noch nichts. Ich versuche es, aber es geht einfach nicht. Mithas, Dankeschön für 11 Monate Treue. Ja gut, das Schlauste, was ich glaube ich machen kann, ist erstmal so ein bisschen die Stadt abzusuchen. Und gut ist. Ja, für mich ist es auch Bautz, aber. Sonst kann ich auch noch mal die Leute in der Arena befragen, also die Älteste und Dingsda-Bumster. Hatte ich jetzt nicht gemacht, weil ich irgendwie davon ausging, dass der auf jeden Fall bei seiner Seele ist, aber dann halt nicht, ne? So, da war Daycare. Da war das Pokémon Center. Da war die Tauschdame. Wo ist der denn? Ist denn da den Wasserfall gerannt und dann ist sie verschwunden? Hinter den Wasserfall gerannt? Oh. Hätte man. Ja, okay. Hinter den Wasserfall. Man hätte vielleicht drauf kommen können, die Oma einfach direkt am Anfang anzulabern. Nur weil die das so aufgebaut haben, von wegen, ja, komm hinterher zu mir zurück, ging ich halt voll davon aus, okay, ich muss nicht mit denen reden, ich weiß eh, wo die hingegangen sind. Dann muss ich aber sagen, das ist eigentlich gar nicht schwer versteckt oder leicht zu übersehen, weil du lediglich mit der Oma reden musst und dann sagt sie dir, wo du hin musst. Also, leicht zu übersehen ist es eigentlich nicht. Du musst nur die Oma anlabern, dann weißt du sofort, wo du hin musst. Nur die ungeduldigen Leute rennen sofort weg. So, was geht hier vor sich? Bist mir gefolgt. Okay. Irgendein schöner Ort mit fließendem Wasser, aber irgendwie ist das komplette Gegenteil davon. Ob das so ein bisschen das Herz des Dorfes ist, so, weil es hieß ja, wenn die nicht im Einklang sind, dann wäre das Dorf eben in Gefahr, dass hier normalerweise halt wirklich Blumen und fließendes Wasser und so weiter sind. Und dadurch, dass Sensei halt so ein bisschen meh ist, sieht alles so aus. Aber okay, wir suchen zusammen nach Sensei. Aber hier könnte es potenziell Feuer-Pokémon geben. Aber da es normalerweise hier kein Feuer drin gibt, gibt es wahrscheinlich auch keine Feuer-Pokémon. Was? Du willst meine Pokémon Revival Herbs wiederbeleben? Die werden mich hinterher hassen. Oder es gibt hier einfach gar keine wilden Pokémon. Das geht natürlich auch. Ach nö, nicht die Tentakel vom Boot wieder. Nein, ich glaube, es gibt hier keine wilden Pokémon dran. Das ist schade. Oh! Halucha! Also, ihrs, nicht meins. Die darf das Levelcap überschreiten und ich nicht. Boah, das dürfte es doch theoretisch schaffst du. Ich habe den Orden nicht, der ist doch weggelaufen. Ja, gut. Achso, meine Pflanzenattacken sind hier drin schwächer wegen dem Feuer. Ja, gut. Kann ich schon verstehen. Das sind keine Feuer-Pokémon. Das stimmt.
Ich möchte Zorro trotzdem ein bisschen nachtrainieren. Wie es ihm auf den Kopf gebounced ist. Ja, ich werde gleich noch ein bisschen suchen. Mache ich ja sowieso. Ich weiß nicht, also eigentlich hat er mir den Orden nicht offiziell gegeben. Er hat ja sogar selbst gesagt, der Orden muss warten. Aber weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Nee, Ruffy hat keine Erfahrungspunkte bekommen. Level Cap gilt immer noch. Da kann ich zertrümmern. Da ist eine Brücke. Dann nehmen wir erst einen Zertrümmererfelsen. Das sind Feuer-Pokémon. Jetzt nicht die ausgefallensten Feuer-Pokémon, aber Feuer-Pokémon. Kann man sich zumindest durch den Kopf gehen lassen? Die Sache ist, bei Kamaup, ich mag Kamaup, aber ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Wasserschwäche ist halt schon extrem nervig. Und ich bin auch so. Zumindest mal Cargo später. Ob ich über Lava später irgendwie drüber komme, wenn hier so eine Insel ist? Die haben halt beide so eine richtig harte Wasserschwäche. Teils auch Boden. Na? Nummel, Nummel. Aber vielleicht gibt's ja noch irgendwas anderes, außer Schneckmack und Kamaup. Wahrscheinlich Kurtel. Ist einfach 1:1 der vorige Fahrt oder so. Nein, double the Nummel, double the Fun. Huch, ich wollte eigentlich nur hier durchrennen. Ich will doch nur gucken, ob es hier noch was Cooles gibt. Praline. Mal schauen. Aber ich sehe hier echt immer nur die beiden. Jetzt habe ich schon endlich mal ein Feuer-Pokémon gefunden. Ich meine, es wird einer Elektroschwäche helfen. Was pennt denn da oben? Okay. Aber, ne? Da hört es auch schon auf. Jetzt kommt doppeltes Schneckmark-Power. Nur ich weiß, wir hatten ja in unserem Together von Pokémon Kolosseum, war es, glaube ich, ein Makago im Team. Und das war halt schon, hat schon viel Schaden gefressen, sagen wir mal so. Ich kann das da im Chat nicht lesen. Sollte ich es lesen können? Ich glaube nicht. Ich will doch nur gucken, was es hier so gibt. Aber ich darf noch nicht mal. Okay. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ne? Jetzt kommt ihr mit euren Befehlen. Ich sehe schon, wie gut ihr auf den Chat aufpasst. Was postet der Kollege eigentlich für hässliche Gesichter da gerade in den Chat? Ist er jetzt beleidigt, weil wir seine Sprache nicht sprechen? Das ist schon sad, dass nicht die ganze Welt, keine Ahnung, Spanisch oder so spricht. Eine Katastrophe. Es ist ja wirklich traurig, dass es auch Streams gibt, die nicht Englisch oder Spanisch sind. Also, es geht gar nicht. Wie kann ich es nur wagen? Sind wir immer hart am Fronten. Also, ich glaube, wenn er jetzt noch einmal anfängt, seine Emotes da rein zu spammen. Ja, okay, ich wollte sagen, da können wir ihn purgen, aber es hat Nightbot selber übernommen. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache es ist. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Oh, Mozi hat schon wieder ein Item. Danke, dass ihr mir das sagt. Das übersehe ich nämlich immer. Oh ja. Ich finde das immer sehr witzig, wenn anderssprachige Leute in den Stream kommen, dann merken, dass sie mit ihrer Sprache nicht weit kommen und dann beleidigt sind. Ich glaube nur, es gibt hier keine anderen Feuer-Pokémon. Ich glaube, es gibt echt nur Schneckmark und Kamaup. Die Sache ist, ich wüsste, wie ich ein Feuer-Pokémon nennen würde.
Aber Snackmark oder Kamau? Jan. Ah! Warum? Wobei, nimm das. Nimm das! Die Farbe passt zwar so null. Ja, eben. Ich so, ich will. Wobei, ich wüsste, zu wem die Farbe perfekt passt. Und das passt sogar so leicht zu Feuer. Aber ich auch, passt, ich weiß, wer du meinst. Aber es passt nicht zu einem Kamel. Das ist ein Phönix. Ja, ich wusste es. Mein One Piece Wissen. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich wüsste ich, wie ich ein Feuer-Pokémon nennen würde im One Piece Universum. Aber es müsste schon ein cooles Feuer-Pokémon sein. Blau passt wiederum so gar nicht, aber es passt zu Phoenix Guy. Marco. Ich weiß, wie der heißt. Gut. Hallo, ich bin One Piece Experte Nummer 1 mittlerweile. Problem ist, wie schmeche ich das? Mit Fury Cutter? Oder einfach schon mal anfangen, Bälle zu werfen? Ich hoffe mal, dass Volucha dich nicht umhaut. Mal gucken. Ja, welches wirfst du jetzt? Na, du wirfst auf das Sandan. Warum? Das ist problematisch. Das Sand... Okay. Das Sandan muss erst weg. Sandan hat gerade Marco getötet. Was? Magnitude 9. Ach, Sandan. Wow! Ach, Sandan. Ist Melly nicht unser Sandan in Gelb? Ach, Melly. Melly hasst einfach One Piece. War es nicht häufiger so, dass Melly dich irgendwie hasst? Ja. Okay. Aber gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in Doppelkämpfen das linke Pokémon quasi anzuvisieren? Kannst du normalerweise in Doppelkämpfen... Nee, im normalen Spiel musst du eins besiegen, dass nur ein Pokémon da steht, weil sonst sagt er dir, du kannst nicht zielen. Marco Richards! Back! Marco! He loves me! Aber es geht immer auf das Rechte. Oh. Rock, Ground und Steel Pokémon, let's go! Marco! Marco! Ich kenne dich in One Piece gar nicht, nur vom Namen her und von deiner Fähigkeit her, aber Marco! Also wie gesagt, ich weiß, wer das ist und ich weiß, was er kann. Aber ich weiß, es ist weiblich, egal. Scheiß drauf. Aber ich... Ja, Marcus Rebirth! Warum kam jetzt zweimal eigentlich ein Shiny Nummel? Es passt ja, weil er ein Phönix ist, ne? Ist aber wieder auferstanden. Ja, es passt immer besser. Ihr müsst wissen, wir haben ja One Piece als Naming Theme und Marco ist ja ein Kommandant von Whitebeard. So. Und der hat die Phönixfrucht. Und der wird halt zu einem blauen Phönix. Feuer. Kamaub ist blau. Und er ist gerade wieder auferstanden. Es geht nicht besser, oder? Und Marco hat auch gefühlt den gleichen Blick wie Kamaub. Die sieht auch immer so aus, als würde gerade halb schlafen. Ja. Wie gesagt, ich kenne ihn halt leider nicht so gut, weil ich bin ja noch dabei, mir One Piece Wissen anzueignen. Ich hätte natürlich normalerweise jedes coole Feuer-Pokémon einfach Ace genannt. Aber es passt dir jetzt irgendwie nicht so gut. Wie schreibt sich der mit C einfach? Genau. So wie er teilweise im Chat steht. Und er ist Arzt übrigens auch. Ja. Kann man mal machen. Ja bitte, ich würde Marco eigentlich schon gerne mitnehmen. Mauzi kann vielleicht noch ein Item finden, dann packen wir ihn dahin. Ja, jetzt mal ernsthaft. Klar, die Shiny-Chance ist hier halt höher. Aber wie hoch ist die Chance, einfach zweimal das gleiche Shiny zu finden hintereinander? Marco liebt mich, er ist einfach wieder auferstanden. Ja, ich hätte schon gerne einen Ace gehabt als Feuer-Pokémon, einfach weil Ace ziemlich cool ist. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Und Marco ist, glaube ich, auch ziemlich nice. Ich meine, er ist ein Phönix. Und er hat eine Beere mitgebracht. Okay, jetzt wo ich mir die Farbe angucke, nochmal das... Passt halt echt gut. Hat Simple als Fähigkeit? Heißt? Ich denke auch gerade, was eine Fähigkeit das nochmal ist. Ich weiß nicht, was die deutsche Pendant dazu ist. Wankelmut.
Wankelmut. Achso, alles was 1 erhöht, erhöht um 2 halt. Also alles doppelte Erhöhungen. Achso, ich hab's gerade mit Gefühlswippe verwechselt. Okay. Das ist echt sogar eine normale sekundäre Fähigkeit. Das ist aber cool. Das heißt, wenn ich mich einmal... Dann verliert er wenn ich bei mich, der Entwicklung. Ja gut, aber wenn ich mich einmal booste, booste ich mich quasi zweimal. Genau. Ja, seine Beere ist die Teufelsfrucht. Was ist denn die Rawest Berry? Lass mal gucken, was es im Deutschen ist. Ich glaube, das ist die gegen... entweder Verbrennung oder Vereisung. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, Silver wäre halt schon echt genial gewesen. Aber... Ja, Frage ja, die gegen Verbrennung. Natürlich hat er die, quasi die Feuerbeere. Die Feuerteufelsfrucht trägt er auch noch mit dabei. Ja. Aber wenn ich das richtig sehe, wird das bei Camera später zum Felskern. Ist okay. Er hat keine KP. Hauptsache er hat Speed. Aber er hat Spezialangriff. Ich sag mal so, der Felskern, den er später als Camera hat, ist auch geil. Flameburst? Nice. Und Amnesie! Ja. Ja, aber Instant plus 4 Spezialverteidigung, solange er noch im Kamauk ist. Ja! Das ist schon ganz nett. Die Sache ist, wir müssen jetzt da durch. Aber ich glaube, ich würde mich... ich würde Marco halt schon gerne erstmal trainieren. Aber ich glaube, ich darf erstmal nicht. Hier drin ist halt schwierig, ne? Aber es passt einfach perfekt. Wieso? Magnitude? Warum treffe ich immer ihr Pokémon? Bist du eh nur ein Holucha. Stimmt auch wieder. Komm mal gucken, wie viel er hier so machen könnte. Es war gerade zu gut, dass Marco einfach wiederbelebt wurde. Jetzt kommt auch keiner mehr. Okay, alle haben Angst vor Marco. Ah, die Farbe finde ich tatsächlich ganz gut. Ich hoffe, die sieht später noch bei Dingen auch immer noch richtig cool aus. Es gibt halt echt so Spitznamen, die sind perfekt. Und der gehört definitiv dazu. Also ein blaues Feuer-Pokémon mit dem Blick, was einfach mal kurz wiederbelebt wurde. Also, ne? Ist schon nice. Pokéball ist auch sehr schön, das stimmt. Ich möchte nur mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich hier so kriege. Ich gehe gleich auf jeden Fall noch mal da hinten rein. Muss nur gucken, weil Jan ja gleich auch noch streamt, dass ich nicht überziehe. Ja, zumindest mal kurz um die Ecke gucken kann ich ja. Also ich war ja schon ein bisschen sad, als er abgekratzt ist, aber umso schöner, dass er jetzt zurückgekommen ist. Ich speichere ihn noch mal einmal kurz ab. Hi, na? Was ist das Ding da auf dem Boden? Ich bin kein Ding. Beep-a-beep-boop. Hallo. Ich bin das Security-Element hier. Du kannst mich SEC nennen. Modell 3567. Aha. Und ich gehöre zu Medalis. Oh. Die Team Xen-ID-Card. Ist das zufälligerweise die, die in dem Beutel von Melia war? Team Zen ID-Card. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Aber der Name klingt irgendwie vertraut. Backup Voice Recognition App. Okay. Please hold yourselves. Warning! Warning! Intruder! 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 Okay. Er ist jetzt very, very angry. Switching to battle mode. Okay. Okay. Oh. Ich hätte auch Kryptopraline haben können. Aber leider ist Marco schon cooler als Praline. Tut mir leid, also da wir jetzt schon unser Shiny Kamaup haben, ist Praline leider aus dem Rennen, sonst hätte ich sie vielleicht tatsächlich mitgenommen. Ich glaube, ich kann es nur nicht wirklich anschwächen, ist die Sache.
Weil, diese sind eigentlich nur Kryptoattacken. Wirken die bei Doppeltypen doppelt effektiv? Ich weiß nicht. Ich hätte nur gedacht, dass Marco zumindest eine Attacke überlebt. Aber in diesem Spiel überlebt kein nicht entwickeltes Pokémon auch nur eine Attacke, habe ich das Gefühl. Da du dich aber selber verletzen könntest. Melly wollte Marco töten. Ja, das ist der Plot-Twist. Melly, aka Sandan, wollte Marco töten, damit Praline ins Team kommt. Aber Marco war einfach zu strong und kam dementsprechend nochmal zurück und hat sich fangen lassen. Deswegen, ihr Plan hat nicht funktioniert. Deswegen ist halt ihr Plan B, sie versucht den Ponita Marco zu töten und hat es geschafft. Aber wie wir wissen, da ja ein Phönix ist, kommt er immer wieder zurück. Richtig. Warum hatte das Ding eigentlich Ponita? Auf jeden Fall ist das Security-System jetzt irgendwie ein bisschen sad. Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht. I'm back! Du hast bestimmt, ich wäre tot, oder? Moment, ist das da TNT auf seinem Kopf? Das Security-System will sich gerade selbst umbringen. Okay. Wenigstens kriege ich schöne Musik. Also seine Seele wird auf jeden Fall bestehen bleiben, weil er mit einem Server verbunden ist, aber das Gerät wird gleich in die Luft gesprengt. Okay. Zwinkert mich das Ding gerade an? Bedeutet, diese Maschine wird mir jetzt noch ein paar Mal begegnen und sich immer wieder in die Luft sprengen. Okay. Und das Ding hat ein Shadow-Pokémon benutzt. Okay. Wenigstens werde ich von ihr immer geheilt. Oh, das ist schon wieder ein Item. Okay. Bedeutet, wir müssen scheinbar jetzt weiter in dieser Höhle vordringen, um irgendwann Sensei zu finden. Und haben es in der Zwischenzeit mit Team Xen bzw. mit deren Maschinen zu tun, die scheinbar auch Shadow-Pokémon benutzen können. Ja. Aber ich glaube, ich würde dann hier auch erstmal Pause machen für heute, weil ich weiß ja nicht, wie viel da jetzt noch kommt und wie viel Story vor allen Dingen. Aber zusammenfassend, wir haben heute ein ganzes Gebiet erkundet, wir haben einige Bekanntschaften gemacht, wir haben gut gelevelt. Wir haben prinzipiell eine Arena geschafft, auch wenn ich meinen Orden noch nicht habe. Haben eine Stadt erkundet, haben ein Shiny Natu verloren, haben ein Shiny Kamauk verloren, was dann aber zurückkam. Und haben dementsprechend ein neues Teammitglied. Praline wurde mal wieder gemobbt. Ist ja nichts Neues bei uns. Und tatsächlich wurde, glaube ich, heute niemand erschlagen, oder? Im ersten Stream das Klavier, im zweiten Stream der Gepäckwagen, im dritten Stream das Carpador. Dafür wurde Zorro, glaube ich, heute so oft ausgenockt, dass das auch schon fast als erschlagen gilt. Von daher gesehen passt das, glaube ich, auch wieder. Dann werde ich mal gucken, ob ich bis zum nächsten Stream vielleicht noch Marco ein bisschen trainiere hier in der Höhle. Dass er zumindest so noch ein, zwei Level mehr hat. Stimmt, und das Gruselwolltool, das hatten wir auch. Also ich sag mal, man kann über das Spiel sagen, was man möchte. Sei es jetzt, hat geile Musik und geile Optik und Story und hier und dort. Und meinetwegen auch zu viel Story. Aber man kann zumindest nicht behaupten, dass es langweilig ist. Es passiert immer irgendwas. Und wie gesagt, ich glaube, wenn ich das einfach so ein bisschen durchskippe, wie ich es aktuell mache, dann ist es auch nicht ganz so erschlagend, wenn wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist in dem Fall, glaube ich, eher das Gameplay. Aber hey, ich bin echt ganz froh, dass wir Kamaup gefangen haben. Ist halt so ein bisschen traurig, weil normales Kamaup ist eher so, ja, aber Shiny ist dann schon nochmal so, ja, okay, komm, why not? Ja, ob wir Kamaup jetzt bis zum Ende dabei haben, weiß ich nicht, aber erstmal ist es, glaube ich, echt ein ganz solides Teammitglied. Also wir haben echt gut was geschafft. Das finde ich gut.